Geschätzter Herr Präsident, es ist immer schön, nach dem möglichen neuen CDU-Vorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern zu reden. Meine Damen und Herren, es ist schon interessant zu sehen, wie diese Debatte geht, auch wie die CDU hier gerade versucht, doch zu sagen, dass das alles ganz toll ist und wie viel man ausgeben würde. Und dann am Ende, Kollege Rehberg hat das auch wieder getan, zu sagen, na ja, eigentlich geben wir das ja alles gar nicht aus. Die ganzen Projekte, Energie- und Klimafonds, 5G, Wasserstoff, das ist alles nicht Hilfe für sofort, das ist alles nicht Hilfe für die Krise. Das ist alles große Show, großer Wumms, aber es hat null Wirkung in diesem Jahr, was Sie da gerade alles beredet haben. Und das muss man den Menschen draußen eben dann auch sagen. Und das Problem ist, bei einer Bazooka ist es ja noch, wo wir auch mitgemacht haben im ersten Teil, da sehe ich das Ziel. Aber was Sie machen, ist, Sie nehmen eine große Schrotflinte, es knallt ganz laut, aber ankommen da, wo es treffen soll, kommt wenig bis gar nichts an. Und Kollege Rehberg, zu der Frage von Umfragen und Ergebnissen. Wir rechnen mal alle schön ab am Ende des Wahlkampfes 2017 und dann sehen wir, was rauskommt. Wenn Sie sagen, eine Umfrage von heute stimmt mit 4,5%, das trifft mich gar nicht. Ich habe lange genug alles erlebt. Entscheidend ist der Schluss. Und ihr von der SPD solltet mal ganz vorsichtig sein, ob ihr, wenn ihr sagt, Umfragen sind wichtig, ob ihr bei eurer Kleckersache noch von euch, von Volkspartei redet. Das Entscheidende ist, was am Ende wirklich passiert und ob wirklich das ankommt, was hier großmundig angekündigt wird, was aber überhaupt nicht wirkt, meine Damen und Herren. Und dann auch noch etwas, weil viele sagen, ja, das ist jetzt, wir sind in einer Notsituation. Was würden denn die Bürger, was würde Otto Normalverbraucher in einer Notsituation tun? Der würde nicht nur sagen, wo kriege ich einen neuen Kredit her? Der würde auch mal sagen, auf welche Sache kann ich verzichten? Kann ich da irgendwas machen, was ich nicht mehr brauche? Und dieser Finanzminister in seinem zweiten Nachtragshaushalt, ist da eine Subvention, die zurückgeführt wird? Nein. Sind da Ausgaben, die gekürzt werden? Nein. Wird gekürzt? Ja. Wo kürzt diese Regierung? Für die kleinen und mittleren Unternehmen waren ursprünglich im ersten Nachtragshaushalt 50 Milliarden vorgesehen. Da sagt der Minister jetzt, brauchen wir nur 18 von, 13 bis wir geben, 18 brauchen wir nur. Aber ich kümmere mich ja darum, und deswegen gibt es zukünftig 25 Milliarden für kleine und mittlere. Und kommen wir so hin, 25 plus 18, und eigentlich waren ja 50 vorgesehen. Und da kann ich nur sagen, Herr Scholz, wo sind denn diese 7 Milliarden für die kleinen Unternehmen und die mittelständischen? Die sind weg, weil die Sie nicht wirklich interessieren. Im Gegenteil, man hört dann nur Rufe, na ja, für die haben wir ja dann Hartz IV. Und man stelle sich das mal als Aussage vor, du hast ein Problem, kannst dich an Hartz IV wenden. Wir gehen ja auch nur an deine Altersvorsorge ran, wenn sie über 60.000 ist. Und dann nehmen Sie einen im Mitte 50-jährigen Selbstständigen, der natürlich hat eine Altersvorsorge, die über 60.000 ist. Das ist Ihre Vorstellung eines Nachtragshaushaltes für kleine und mittlere Unternehmen. Und zum Schluss, und das ärgert mich am meisten, wenn Sie die gesamten Rücklagen nehmen, die sich jetzt dieser Kanzlerkandidat gebildet hat im Haushalt, in Nebenhaushalten noch und noch, im Energie- und Klimafonds, im ursprünglich in der Asylrücklage, die dann inzwischen, wie heißt die jetzt, Herr Minister, Kanzlerkandidatrücklage oder Investitionsrücklage, da ist all das Geld drin, was Sie gehabt hätten, wo Sie ohne eine zusätzliche Neuverschuldung ausgekommen wären, wenn Sie das Geld ausgegeben haben. Sie tun es aber nicht, weil Sie im nächsten Jahr da sein wollen. Ich, der Kanzlerkandidat, zeige, ich kriege wieder Haushalte hin, die einigermaßen in Ordnung sind. Da seht ihr mal, wie toll es ist, auf Kosten der heutigen Zeit.